Hallo und herzlich willkommen zurück zu noch von The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Und zum Wochenabschluss, wie jede Woche, gucken wir uns natürlich eure Trophäen-Lodges an. Wenn ihr auch noch eine Lodge habt, dann sendet die einfach in den Discord. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und da gibt es einen Channel, der heißt COTW Trophy Lodge React. Da schreibt einfach ins die Benutzernamen rein. Alles umschmeißen, ja. Ne? Gut, dass die Flasche zu war. Euer Steam-Freundescode und welche Lodge ich mir angucken soll. Und dann seid ihr schon dabei. Und wir starten rein in die erste Lodge. Und das ist die Lodge hier von Doc Holiday. Saseka Safari 1 sollen wir uns angucken. Ist auch nur die vorhanden. Insofern ab hinein. Und wir starten rein mit einem Diamantelch, den wir hier sehen, 279er im Eingangsbereich und auf der anderen Seite ebenfalls 275er, also zwei Diamantelche, die wir hier am Start sehen. Wir sind auch schon 2022, also auch schon ein bisschen länger dabei und hier dafür aber nichts. Dann geht's weiter in den Raum hier mit dem gescheckten Mississippi Alligator. Schöner, hoher Weißanteil vor allen Dingen. Richtig gute Trophäe. Ich lieb's immer, wenn die so richtig hohen Weißanteil haben, ne? Ansonsten hier nix. Aber dafür hier wieder ein gescheckter Dammhirsch, weiblich. Mit einem wässrigen Maultierhirsch. Den wir hier noch an der Wand sehen. Kleines Geweih, aber wässrig. Dann ein nächster Rare, nämlich ein melanistisches Riesenkänguru. Alter, melanistisch sieht auch geil aus. Das haben wir noch nicht gesehen, glaube ich, ne? Wir hatten mal Albino, glaube ich. Leuzistisch haben wir oft gesehen, aber melanistisch haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Schöne Trophäe. Missionswolf hier. Ogre. Na, ja, da sehen wir ihn. 36er. Das müsste dann Schatten sein. Und dann ist hier wahrscheinlich der Gespenstische. So ist es. Oh, warte mal. War Schatten? Ja, doch. War auch die, ja, Junge. Ich dachte, der verballert ist. Und hier rosa Razorback. Auch da natürlich seltene Fellfarbe. Dann zwei gescheckte Rothirsche, die wir hier in der Wand haben. Ein gescheckter weiblicher Elch, genauso wie da oben und da hinten. Also hier ein paar Elche auf jeden Fall am Start zu den Dias. Da hinten, glaube ich, nichts zu sehen, wenn ich es richtig beobachten kann. Hier, nö, 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 kein Tier. Sideboard da hinten auch nichts. Okay, dann gehen wir weiter nach hinten durch. Und sehen hier einen gescheckten Bock, den wir haben. 67er und auf der Seite ebenfalls ein gescheckter Bock, auch ein 67er, oh, beide fast gleiches Wort hier. Schöne Böcke. Dann hier oben ist nichts zu sehen, genauso wie hier unten. Aber hier wieder ein rare melanistischer Rothirsch diesmal. Auch ein schöner, 203er Wertung sogar. Also Gold, Mela, top. Dann melanistisches Rentier, das immer so ein bisschen gräulich aussieht, aber tatsächlich melanistisch bei denen. Weil ich glaube, die auch zu erkennen, manchmal gar nicht so leicht. Je nach Lichteinfall, wir sehen, wenn die Sonne da oben drauf fällt, wie hell die dann erscheinen. Ich glaube, die in der Herde vielleicht leichter. Wenn da mehrere dann nebenbei sind, muss man mal sehen. Aber ich glaube, unter bestimmten Umständen könnte es auch denken, dass einfach eins, was im Schatten steht. Trotzdem melanistisch ist hier, schöne Trophäe natürlich. Dann Mokka-Elch, Missionselch Neuseeland, den wir haben. Und hier eine ganze Menge Rothirsche, die aber kein Dia sind, oder? Ich glaube, nee, kein einziger. Der hier Silber, Gold, der hier könnte sogar actually 9er Troll sein vielleicht. 132 und hier noch einen, oh da ist der letzte Dia tatsächlich, 254er. Dann die Seite hier, war nichts zu sehen. Also wieder hier rein in den Raum, hier auch ein Dia-Rothirsch, den wir haben. Schönes Geweih, dann hier noch ein Dia-Rothirsch, 254er. Ansonsten hier auch nichts weiter. Aber hier hinten, hier ist ein Rothirsch, auch nochmal Dia, oh, vielleicht sogar Rothirsch Grind, denn hier sind eine ganze Menge Rothirsche. Auch schöner Dia, ne? Auch gutes Geweih, Alter, der hat richtig gutes Geweih mit den Ausläufern unten da noch hier, links und rechts. Richtig gutes, 267 auch. Dann haben wir hier noch ein Dia, 251, 253, ja, und alle auch Tag gleich geschossen oder einen Tag daneben. Ah, da glaube ich dann tatsächlich Rothirsch Grind, auch wenn die hier dann wieder 2022, 23, der wieder aus dem Juni, der auch aus dem Juni. Also, ja, bei den ganzen Dias hier, aber ich glaube, der Grind schon erkennbar. Alles in Diamant hier. Hier noch ein Dia am Start, 265er. Und dann noch ein 254er Dia. Also hier die ganze Rothirsch-Sammlung vertreten. Gehen wir mal da drüben.
Da sieht es auch zumindest an den Wänden schon mal leer aus. Aber da hinten steht auf jeden Fall irgendwas. Weißes sieht dann Albino aus. Also gehen wir da zumindest mal nachschauen. Und betreten hier den Raum mit einem Albino-Rothirsch. Ja, also hier die Albinos wahrscheinlich dann. Albino-Dammhirsch nämlich auch. Albino-Maultierhirsch noch in Gold. Ein Albino-Weißwedelweibchen. Albino-Rothirsch ebenfalls. Ich war pittig gesagt vom Geweih her, weil das dieses komische Geweih ist. Noch ein Albino-Rothirsch und ein Albino-Streifengnu. Dann ein Albino-Salzi hier auch. Auch schön. 733er. Schönes männliches Albino-Salzwasser. Kroko. Dann Albino-Löwe, den wir haben. In weiblich. Aber trotzdem weißer Löwe immer geil. Hier noch ein Albino-Razorback. Dann Albino-Rothirsch nochmal mit dem Geweih. Und hier dann auch das Albino-Känguru. Also hier. Gibt es von denen eigentlich Multimounts? Weil Kängurus, die miteinander boxen. Das wäre auch ein geiles Multimount, ne? Dieses melanistische mit dem Albino zusammen. Aber ich weiß nicht, ob es eins gibt, ey. Könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich auch nicht. Müsste ich selber nachgucken. Trotzdem, ey, Albino und melanistisches Känguru. TP Toppi. Gehen wir in den hinteren Part, der uns hier noch erwartet. Erstmal gucken, was wir hier an den Wänden haben. Da ist aber nur ein Babyrothirsch, ein 59er. Ansonsten da nix, da nix. Hier auch nochmal ein kleiner Bronze-Rothirsch und hier auch ein Silber-Rothirsch. In dem Nebenraum hier ist nichts drin. In dem Nebenraum hier ist ein bisschen was drin. Nämlich ein oh, Raum der Schande, oder? 182er, müsste eigentlich hier sein, um ehrlich zu sein. Der hier auch. Der hier auch. Und das Banteng, ich glaube, die ist auch mit 130 oder so irgendwas, ne? 136 oder so. Ich glaube, das hier also Raum der Schande. Verschossene Diatiere. Aber ich finde, jeder braucht einen Raum der Schande. Bester Raum. So, dann haben wir hier einen Beseite 198. Da sehen wir dann auch die Dia-Ausführung. Vorne verschossen, hier Diamant. Dann Bergziege-Diamant, ebenfalls 108er. Wir haben eine Reiherente in Dia. Eine Trutan in Diamant. Noch ein Grauwolf und, nee, kein Grauwolf, iberische zwei Stück. Zwei iberische Wölfe in Dia. Sogar hier beide am gleichen Tag geschossen auch. Dann haben wir noch einen Streifengnu in goldener Fellfarbe, aber dafür Diamantwertung. Noch ein Dia Meriam Truthahn. Wir haben einen Bierkuhn in Dia, 120,4. Noch einen Feldhasen in Dia auch, 6,5er Wertung. Ja, der hier auch Dia, sieht man an den Hörnern ganz gut. 153er Kafernwürfel. Ein 152er Dammhirsch, Diamond, ein Super Rare tatsächlich, Super Rare Rothirsch, kein Great One, bis jetzt zumindest, kann er noch kommen, dass der rechts irgendwo steht, aber ein Super Rare, der ist auf jeden Fall auch hier im Juni rausgekommen, genauso wie der Gescheckte, der nicht im Juni gekommen ist, aber gescheckte Weibchen, genau so gescheckt wie das Männchen, also hier wenigstens Super Rare Rothirsch, geil, GZ, ey. Dann einen Dammhirsch in Diamant, noch ein Schwarzbär auch in Dia, 23,9, ein Weißwedel-Diamant, ein Präriebison ebenfalls Dia und der 260er auf der Seite. Da noch ein Alligator auch, vorne ja schon gescheckten gesehen, jetzt hier nochmal in Diamantwertung männlich. Und zu guter Letzt noch ein Beseite 199er Wertung. Also, tatsächlich, gute Mischung, bunte Lodge hier und ein Super Rare dabei, was will man mehr? Aber vor allen Dingen auch zwei Kängurus. Albino und melanistisch. Boah, die Multimount, wenn es satt geben würde, wäre geil. Gucken wir mal, was die zweite Lodge zu bieten hat. Und das ist die Lodge hier von McRow. Silka Safari 1 auch da, die wir uns angucken sollen. Also hinein ins Glück. Und wir starten mit einem Salzwasserkrokodil diesmal. Diamant 157 und auf der Seite ein Alligator. Hier also die beiden Krokoarten. Einmal Alligator, einmal Salzi am Start bei der Dia. Sehr gut. Dann da oben geht's weiter mit einem Albino-Wildschwein direkt. Einem Diamant-Maultierhirsch. Dann Weißwedel, jawohl, Dia und Dia. Da oben melanistisch, Rothirsch. Darunter Diamant und ein iberischer Wolf in ebenfalls Diamantwertung. Also schon mal. Guter Start, würde ich sagen. Multimount Dammhirsche haben wir hier. Die alle Diamant, genauso wie die Stockente hier. Da oben haben wir einen melanistischen Kojoten. Alter, Junge, der sieht aber bestimmt auch geil aus, oder? Boah, ich glaube, den haben wir sogar schon einmal in Ganzkörper gesehen, oder?
Bin mir nicht mehr sicher, aber dieses weiße Fell da vorne, boah, melanistischer Kojote sieht auch geil aus, ne? Ja, den hätte ich auch gerne. Sexy. Dann Fasan in Goldwertung. Diamant in. Der Diamant, Junge. Diamant in Dammhirsch oder was? Dammhirsch, Diamant. So rum ist richtig. Den wir da haben. Genauso wie hier. Eine gescheckte Stockente noch da. Einen Dammhirsch-Diamant auch hier. Genauso wie an den Wänden hier. Vielleicht sogar gegrindet, oder? So viel Dias auch alle im November geschossen. Wird wahrscheinlich im Grind sein. Truthahn-Diamant dafür hier. Und noch ein bisschen, der hier daneben liegt. Dann geht es weiter mit Dammhirschen an der Wand hier. Zwei Stück, einen Waschbär-Dia auch am Start. 12,1, ey. Da habe ich auch einen verballert. Ne? Aber ich glaube, ich habe schon einen, oder? Ich glaube, einen haben wir verballert und einen habe ich mal geschossen. Aber immer geil, ey. Waschbär-Dia, einer der kleinen abhaken, immer sehr, sehr gut. Dammhirsch, Diamant auch da und da. Dann aber da links ein gescheckter Axis, genau wie hier. Einer männlich, einer weiblich. Da oben, boah, auch ein blauer Rotlux, Alter. Den haben wir auch schon geschossen, mexikanischer. Auch schöne Trophäe. Kommt da oben gar nicht so richtig zur Geltung, leider. Trotzdem auch schön. Daneben auch noch Luchse in Gold, Gold und... Steht, da kann ich nicht sehen. Wahrscheinlich auch Gold, nehme ich an. Ja. Dann Rotfuchs gescheckt immerhin. Und noch hier weitere drei Diamantdammhirsche. Gehen wir dann in die Bar. Nicht um zu saufen, sondern zum Gucken. Albino Rentier in der Ecke hier. Dann haben wir eine Stockente in Dia. Eine Graugans in Diamant. Und hier einen olivfarbener Wolf, glaube ich, selten im Fellfarb, habt ihr letztens in die Kommentare geschrieben. Insofern der einen Rare. Hier einen Axis in Gold. Oh, der ist verschossen, oder? Ist der auch verschossen hier? 172er. 171er. Der hier auf jeden Fall verballert. Und der hier gescheckt. Der Dummy. Da auf dem Sideboard steht nichts, genau wie hier. Und hier ist eine gescheckte Stockente. Dann, also dann spaziert ihr in den nächsten Raum hier mit den narzisstischen Truthahn. Die sind mal geil, mit den grauen Federn da hinten. Ja, war ganz cool eigentlich. Eine Reiherente in Dia, eine Kragenente in Dia, noch eine Kragenente in Dia und eine Stockente in Dia. Also hier mal eine Entengalerie, sieht man auch selten. Dann auf der Seite einen Reh in Diamant, 83er. Kudu 29er, also noch ganz alte Trophäe 2021, da wollte ich schon sagen, noch ohne Truick Scoring. Axis hier, 187er. Noch eine Zimtente, Diamant, Albino, Kudu. Dann ein Känguru in Diamant. Einen Antilopenhase in Gefleckt. Boah, keine Ahnung, ob das selten ist bei dir, um ehrlich zu sein. Goldwertung ansonsten. Wildkaninchen in Melanistisch. Und noch ein Grau. Nee, kein Grauwolf. Graue Fellart, aber ein iberischer Wolf in Diamant. Ja, Kajatore schon 1500 drauf. Norden, nicht so häufig, aber Norden spielt auch kein Mensch, glaube ich, oder? Kaninchen in Diamant hier unten ebenfalls noch. Dann der 300er ist sogar, 300,5 hier. Magische Barriere durchbrochen. Hier auch ein Axis, diesmal auch in Diamant, 225. Das war auch ein Riese, oder? Alter, was ist das denn für eine Riese? Der ist ja richtig groß. 225, was sind die Dia? Weiß ich gar nicht. Albino Grizzly Bär, tatsächlich. Nicht der Missionsbär Medved hier, kein Braunbär, ist ein Albino Grizzly. Ja, stark, ey. Geile Trophäe auf jeden Fall. GZ. Dann geht's weiter mit einer Diamant Kanada Gans. Einem leuzistischen Karibu. Einen Dammhirsch in Dia, genauso wie da und hier. Dann hier noch eine melanistische Stockente. Genauso hier einen Löwe in Gold. Noch ein Warzenschwein in Gold. Ein geschecktes Rocky Mountain war PT. Noch eine gescheckte Zimtente und noch makelloser iberischer Wolf. Auch seltene Farbe bei denen auf jeden Fall. Oh, Sport hat auch viel gespielt, ne? 2700, Alter. Aber Sport auch ziemlich beliebt, glaube ich. Muss man sagen. 215er Wildsiege hier. Auch eine starke Wildsiege. Da melanistisches Mufflon weiblich. Noch ein guter, auch ein sehr guter Weißwild. 269, fast die 270 geknackt. 199er Dammhirsch in Weiß, nichts Seltenes, Diamant Weiß will auch da. Da noch ein 276er Dia-Elch und noch ein melanistischer Grauwolf auch. Alter, auch schöne Trophäe, sogar fast noch Dia gewesen, ne? 38,2. Nicht so schlecht. Wir gehen weiter mit einem Dia-Löwen und einem Dia-Gnu, genauso wie die anderen beiden hier wahrscheinlich. Den einen kann ich nicht spotten hier, aber ist auch Dia, jawohl.
Ansonsten haben wir noch einen Kaffermüffel in dir und einen Spießbock ebenfalls dir. Also hier der Afrika-Part im Gebäude. Gucken wir, was auf der anderen Seite uns erwartet. Da sehe ich auf jeden Fall auch ein paar Trophäen. Einmal hier rüber flitzen. Und wir starten mit einem Beseite 199er Dia. Dann ein gescheckter Mississippi-Alligator auch wieder. Auch schöner Weißanteil. Der hier leider nicht so, aber auch gescheckt. So eine ähnliche haben wir letztes Mal geschossen gehabt, ne? Wo auch nur so das Maul so ein bisschen gescheckt war. Habe ich auch erst nicht gesehen beim Schießen. Erst beim Aufnehmen. Dann eine Bergziege in Dia. Eine blonde Wildziege. Oh, die ist verballert, oder? 213. Die ist auch verballert, glaube ich, to be honest. Dammhirschstier, aber hier noch. Und hier noch ein Fasan, 19,7, auch nicht allzu schlecht. Dann Halsbandpikar. Ich glaube sogar Ockerfarm bei denen, glaube ich, sogar selten, oder? Ich glaube bei diesen Haselhühnern nicht, aber ich glaube beim Pikaris Ockerfarben sogar was Seltenes. Aber müssen wir selber nochmal genauer nachgucken. Maultierisch Albino. Wässriger. Dir? Achso, sehr ran. Wässriger Maultierisch daneben. Dann ein Diamant-Schwarzwedel. Schwarzwedel sind auch so selten, ne? Da jagt gefühlt keiner drauf. Dann hier Maultierhirsch in Goldwertung, nichts Besonderes. Wässriger Maultierhirsch da, ein gescheckter Mauli hier und ein blonder noch hier. Dann haben wir einen Weißwedel, 268, auch schöne dicke Stangen, aber auch knapp unter den 72 gescheitert. Puma in Diamant haben wir hier. Dann hier eine ganze Antilopenhasensammlung, aber so oft wie die hier gefleckt sind, gerade schon gefleckt gesehen. Ich glaube, drei verschiedene Farben, aber alle nicht selten, glaube ich, ne? Hier auch wieder 269, ey Junge, 270 immer knapp daneben. Dann hier einen Razorback in Diamant noch in der Ecke. So, dann gehen wir in den hinteren Part. Gucken, was wir da noch vorfinden. Erstmal hier an der Wand, Truthahn, Diamant, genauso wie da. Und eine Kanada-Gans in Gold. Ein Florida-Waldkännchen, Diamant. Ein Albino-Iberischer Wolf auch. Schöne Trophäe. Dann Feldhase in Diamant. Gescheckte Reh. Noch zwei Truthähne, Diamant. In dem Raum hier haben wir Albino-Bison. Albino-Elch und melanistische Gams. Und einen Dia-Rothirsch. Mal gucken, was hier im Raum drin ist. Oh ja, auch eine ganze Menge. Schauen wir mal. Alles hier bunt gemixt, aber alles Dammhirsch, oder? Nee, nicht alles tatsächlich. Aber wir starten mit einem gescheckten Dammhirsch und einem melanistischen. Dann ein Dia oben in der Mitte. Noch ein gescheckter oben rechts. Ein Schweinshirsch in Diamant. 108er Wertung. Und noch ein melanistischer Rothirsch weiblich. Gescheckter Wapiti. Noch ein Dia-Dammhirsch und ein gescheckter Wapiti. Ein Albino-Dickhorn-Schaf, Albino, ein gescheckter Rothirsch und ein Diamant-Dammhirsch und dann hier noch ein Dia-Dammhirsch. Hier unten an der Wand hängt nichts. Also ab nach hinten in den letzten Raum hineinspaziert. Sickerhirsch, Diamant, 216er. Alter, da fancy blaue Waffe, Junge. Sieht aus wie bei Counter-Strike hier. Passend zum Moonlight. Sah da tatsächlich 3000 Schüsse drauf. Not bad. Auch schöne Farbgebung, finde ich, mit diesem Blau Metallic. Eigentlich geil gemacht. Guter Skin. Dann noch ein Sickerhirsch. Beide Sickerhirsche hier Diamant. Der sogar ganz als 2019er noch. Beseite in Diamant, genauso wie der Ronda hier. Also zwei sind schon mal am Start. King Apex hier am Stissel. Gescheckter Elch. 208er Wertung. Hier noch Fasan Multimount, beide in Gold. Und noch ein Beseite, 197er Dia. Dann ein Albino Bison hier wieder am Start. Nochmal ein gescheckter Wapiti. Multimount, grauer Mufflon, seltene Fellart bei denen. Markloser Wolf dazu, grauer und graubrauner Wolf. Also zwei Rares im Multimount. Albino ist schon Diamantrothirsch. Noch ein Diamantrothirsch und noch einen Diamantrothirsch haben wir hier. Und eieieiei, da kracht's ja. Einen Great One in Gold, Junge. Da kracht's ja komplett, ey. Junge, das tut weh, ne? Das tut weh, einen Great One zu verschießen. Boah, das ist mir noch nicht passiert, ey. Aber ich glaube, bei Great Ones mal auf ganz Nummer sicher. Muss man fairerweise sagen. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber. Boah, Great One verballern, ey.
das tut richtig weh. Aber passiert, ne? Passiert. Muss man auch zustehen. Insofern hat er hier seinen verdienten Platz. Kann man nicht ändern. Gold Grade One ist besser als kein Grade One, sage ich. Rocky Mountain war PT gescheckt noch jetzt im Abschluss und damit sind wir auch durch die Lodge hier durch. Aber ja, wirklich schön Trophäen dabei. Klar, Gold Grade war ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten, ey, gute Sammlung hier an restlichen Trophäen. Wirklich schöne Lodge und dementsprechend können wir die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.